Seid gegrüßt bei einer weiteren Folge unseres Bildungsprogrammes. Heute lernen wir etwas über Kriegstaktiken und dessen Ausführung an Beispiel der von Movsarek erläuterten Ausführungen. Guten Tag. Es wird den Zielen des Imperiums sicherlich von Nutzen sein, einen derart vollendeten Sith auf diesem Planeten zu haben. Ich gehe davon aus, dass ihr euch nicht für die Feinheiten der hiesigen Politik interessiert. Also werde ich mich kurz fassen. Das Imperium will Alderaans Erbfolgestreitigkeiten ausnutzen, um den Planeten zu übernehmen. Und ich biete euch die Gelegenheit, dabei eine zentrale Rolle zu spielen. Was geht hier vor? Der Thronerbe Alderaans wurde vor kurzem ermordet. Direkt nachdem er dem Schutz der Republik entsagt hat. Auf dem Planeten herrscht Bürgerkrieg. Und zum ersten Mal seit Tausenden von Jahren sind die Armeen der Republik nicht hier, um für Ordnung zu sorgen. Eine zersplitterte Welt wird rasch fallen. Ja, wir müssen jetzt zuschlagen, während der Thron leer ist. Wir haben ein Bündnis mit einem der Adelshäuser, dem Haus Thul. Das Haus wurde vor 60 Jahren nach einer gescheiterten Machtübernahme ins Exil geschickt und hat sich nun an uns gewandt. Leider sind sie zu schwach, um zu tun, was nötig ist. Müssen sie die Furcht vor dem Imperator kennenlernen? Ja, Jarad, einer der Thul-Lords, besteht darauf, Alderaans Regeln zur zivilisierten Kriegführung zu befolgen. Ich möchte, dass ihr ihm zeigt, dass Krieg nichts mit Zivilisiertheit zu tun hat. Einige Vasallen des Hauses Thul haben rebelliert, nachdem Thuls Verbindung zu uns bekannt wurde. Das können wir nicht hinnehmen. Nehmt ein Sklavenhalsband von meinem Mitarbeiter hier und zerrt einen dieser Rebellen vor unseren willensschwachen Lord Thul. Tötet den Rest und lasst sie liegen. Diese alderanischen Jammerlappen werden darum betteln, dem Imperium dienen zu dürfen. Diese Lords von Alderaan müssen ihren närrischen Stolz verlieren. Wer sich nicht beugt, wird gebrochen.